Okay, da werde ich wieder einige Zeit beschäftigt sein, Sachen aufzunehmen. Erinnert mich ein bisschen an Orr aus Guild Wars 2. Da ist auch so mit Unterwasserpflanzen und Korallen bedeckt ist. Ja, was haben wir denn da? Ein Paulumu. Ich bin versucht, aber wir schauen hier nach was anderem. Und ich sollte nicht Monster nicht einfach so einfach angreifen. Erstmal schauen, wie wir hier zurechtkommen. Sieht aber auch interessant aus. Blitzkäfer. Nett, nett. Riesige blaue. Wie sagt man das? Wie nennt man das? Ich wüsste nicht mehr, wie ich es nennen sollte. Eine Blume. Ist eine Blume. Ja, was seid ihr? Kommt her. Okay, die halten ein bisschen mehr aus. Oh, okay, komm her, komm her. Wunderbar. Wir müssen sowieso kleine Monster besiegen. Ein Charmos. Charmos-Schuppe wird vielseitig verwendet. Toll. Manche haben sie einfach als Briefbeschwerer. Okay, der Blick von hier darüber ist zum Beispiel auch. Oder darüber. Es ist so, als würde man in einen Blumengarten reinschauen. Ja, daneben. Okay, der oben fliege wieder, die kennen wir ja schon. Ich muss die fangen, die sind so süß. Komm mit. Wie sie da wegfliegen. Und zwar alle. Gut, weiter geht's. Mögen wir darüber. Auf UHD sieht es richtig geil aus. Ich glaube, ich kann mal schauen, aber mein PC wird das nicht hinbekommen. Wir haben von den Grafikeinstellungen haben wir gerade auf hoch. Und ich nehme währenddessen auf und streame gleichzeitig. Mit anderen Worten, ich sollte das nicht höher schalten. Letztes Mal ist es ja auch abgestürzt beim ersten Mal. Ich hab's auf hoch, da müsste es, glaube ich, eher passen. Wir könnten vielleicht... Und der muss den Monitor auf... Nee, mein Monitor ist... der ist alt. Ich brauche dafür ein HDMI... wie sagt man das? Wie nennt man das, wenn er übersetzt wird in ein anderes Kabel? Gab's ein Wort für. Das sieht auch cool da hinten aus. Konverter? Nee, nicht Konverter. Doch, vielleicht Konverter. Sowas. Da sind die wieder. Warte, ich möchte mir kurz diese Dingens hier mal anschauen. Okay, der mit spitzen Schnabel. Fast ein bisschen wie ein Kolibri. Noch anders. Okay, dann gehen wir mal da lang. So, das direkt.
die nehmen wir wieder. Wir nehmen die Schnallenbeere mit. Aber hier kann man so viel machen. Oh Gott, sieht das gut aus. Und Dankeschön für den Follow. Vielen, vielen Dank. Oh, Knochen. Auf jeden Fall nehme ich die Knochen mit. Auch diese Pflanzen da hinten. Erinnert mich von der Form ein bisschen, also von dem Äußeren jetzt, ein bisschen an die Passiflora. Die hat ja auch so blaue Blütenstängel, aber mehr so solche flacheren, spitzen Blätter. Blütenblätter, ja. Die genauso ausschauen. Nur in der Mitte dann noch mehr und so weiter. Erinnert mich ein bisschen daran. Obwohl da natürlich noch mehr drin ist. Ja, komm her. Ja, der hat einen Kumpelegen. Nee, der hat den nicht platt gemacht. Ich dachte. Warte, wie kann ich das nochmal machen? So. Mit dem Großschwert kenne ich auch noch nicht alle Moves. Die Spezialschneide. Ah, das da. Hast du gerade gegoogelt? Ja, die Passiflora. Ich habe die hier sogar wachsen. Also die blüht sogar gerade. Beziehungsweise die blüht schon seit ein paar Monaten. Und die wird noch ein paar Monate blühen. Was ein bisschen schade ist, die Passiflora blüht, also von der Pflanze, die ich da habe. Eine Blüte blüht nur ungefähr 2 Tage. Okay, geil. Wer hätte gedacht, dass solch ein Monster hier lebt? Dieser Ort steht voller Überraschungen auf jeden Fall. Wir hatten uns fotografiert, auf jeden Fall. Okay, dann folgen wir ihn mal. Ich glaube, ich will ihn fangen. Ne, kann ich ihn fangen? Ne, Flashbang, absolut. Also, jetzt halt wirklich. Ich habe leider kein Schlafkraut bei mir. Wir könnten aber... Okay. Wir holen uns kurz, wir gehen mal kurz zum Lager. Ich stelle mir ein bisschen Schlafkraut, ein bisschen Beruhigungsbomben her. Ein paar Bomben würde ich haben, damit ich ihn einfangen kann. Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Ausrüstung ändern. Objektruhe, warte. Herstellungsliste. Teleporter, Schießpulver, Beruhigungsbomben. Mit Lehmpilzen, das muss ich mir merken. Schockfallen kann ich auch herstellen, kein Problem. Ein paar Netzfallen. Wir haben keine Netze, aber wir haben Efeu. So, das passt doch. Ich hätte sie nur mitnehmen müssen. So, dann, wir tun mal das Kelbihorn da rein. Das Kraut kommt rein, Blaupilz kommt rein, das kommt rein. Sortieren wir. Das kommt rein. Das kommt rein. Bombe. Bombe, Bombe, da. Perfekt. Und raus mit uns. Auf geht's. Ah, F. Auf geht's. Bam. Okay. Einmal darüber. Hier sind so viele von diesen Vögeln, das ist ja super. Also wenn man die sucht, die sind hier. Okay, ich dachte, da wäre Erz drin, aber wir haben Knochen gefunden. Er hatte nur die normalen Knochen, S und so weiter. Damit kann ich mir gerade mal die Anfangssachen herstellen. Na, hallo. Ja. Oh. Mist. Ja, ja, ist gut. Ist ja gut.
Okay, das war zu spät. Oh Gott. Okay, mit dem Timing muss ich noch arbeiten. Ganz ehrlich, der Effekt ist geil. Bisschen hinschauen. Wahrscheinlich macht das nur in eine Richtung. Oh Gott. Nein, 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 nein. Danke, Kartoffel. Okay, okay, der ist schnell. Schnell, der ist schnell, der ist schnell. Oh, ich mag den. So, komm her. Der hört sich ein bisschen an wie ein Huhn, wenn er runterfällt. Auch nicht schlecht. Komm. Nein, 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 nein. Okay, schlechter Moment zum Schärfen. Aber doch ganz gut. Ist jetzt der falsche Expertin? Ist der falsche Moment. Okay, die warten da hinten und verstecken sich. Gut. Rein da. Komm, Kartoffel. Schade, ich dachte, ich treffe ihn da noch. Okay, ich komme da nicht so hoch. Ja, zu spät. Okay, wir haben ihn sowieso gesichtet. Das möchte ich dann aber auch fangen. Ja, was haben wir denn da? Ein Lichtkristall, okay. Ja, was ist los? Achso, wegen der Sporenblüte, er sieht uns nicht.
Okay, seine Ohren hat er ganz schön kaputt gemacht. Hier, Ärmste. Komm her. Sehr gut. Und eins und zwei und drei, vier, fünf. Okay, das war... Ich glaube, das hat er nur gemacht, weil er gerade eine echte Ruhepause braucht. Der Ärmste. Komm. Oh nein, der tut mir wieder so leid. Genau wie der Kuluyaku. Aber er ist noch nicht am Ende. Also der humpelt noch nicht. Ja, komm her. Und das ist unser Tod gewesen. Schade. Wow, was für ein unfassbares Gefühl. Hast du sowas schon mal gesehen? Das ist auf gar keinen Fall. Lass es uns erkunden. Oh, hallo. Jetzt, wir verfolgen aber ein anderes Ziel. Okay, jetzt humpelt er. Die Schockfalle, die ist günstig. Nee, das ist der, der hier rumschreit. Komm her. Eins und zwei. Sehr gut. Nicht aufessen. Okay, was hat sie gesagt? Suche nach einem Lagerplatz. Dann folgen wir den Leuchtkäfern in die Richtung. Das Schwert kann ich nochmal schärfen und dann schauen wir weiter. Gut, dass ich ihn aber gefangen habe. Nicht, dass ich die ganze Zeit immer alles, was ich sehe, töte. Jetzt können wir mal schauen, was wir hier hatten. Ich meine, er ist nicht mein Ziel. Und wir wollen auch... Wir wollen unsere Wildexperte nicht ärgern. Obwohl er ziemlich flauschig da ausschaut. Fast auch mäuseartig. Ah, und da hinten... Warte, dann hatten wir in der Wüste ebenfalls diese große Felswand gesehen. Mit anderen Worten... Diese Felswand im Süden, genau, ist Richtung Wildturm Ödnis. Das war dann diese riesige Felswand da unten. Okay. Mag ich, dass sie daran gedacht haben, das auch so hier zu zeigen. Hinten ist das Forschungsschiff. Okay, die wollen schon mal, dass ich nach oben gehe. Ja, was haben wir denn da? Den kennen wir doch aus der Sequenz von vorher. Was für eine elegant aussehende Kreatur. Elegant im Sinne von... Weißt du, den er hier okay. Vielleicht noch nicht. Okay, weißt du was? Du landest gegen die Wand. Auszeit. Für dich. So, nehmen wir mal ein bisschen was von dem mit. Jetzt verschwindet mal von hier. Okay, der Schrei ist auf... Oh Gott. Der Schrei ist auch was Besonderes. Sich perfekt, um ein Lager aufzuschlagen. Geht's dir gut, Kartoffel? Die Forschungsbasis scheint einen neuen Gast zu haben. Willst du nachschauen? Und einen kleinen Happen essen? Ja, klar. Klar, natürlich.
Sehr schön. Okay, sehr gut. Okay, hier könnten wir was aufbauen. Kehre zur Forschungsbasis zurück. Genau, wir kehren erstmal zurück, weil das Gebiet werden wir auch erkunden, wenn wir hier Aufgaben erledigen. Oh. Warte, wie kann ich das nochmal einen Wegpunkt? Ist ein Ausgang oder so? Nee, da geht's nach oben. Nee, okay, das sehen wir dann, wenn wir hier Aufgaben machen. So, ein Tizi, ne, Tizi, okay, Tizi, nicht Tizi, sondern Tizi. Ein Tizi-Yakur-Leuchtorgan, Pulsierorgan, von seinem Pulsierorgan erhältlich, ungewöhnlich vielseitig verwendbar. Man kennt es. Leuchtorgan, Schuppe, was haben wir noch? Leuchtorgan, Lederhaut, okay, klassisches Zeug. Monsterknochen. Einheimisches Leben, 533, Monster 285. Nett. Vitalitätswespen liefern kann jetzt von einem Paliko genutzt werden. Du kannst auf Monster aufsteigen, indem du sie in der Luft angreifst. Wenn du dich auf einen befindest, lass dich nicht abschütteln und füge ihm weiteren Schaden zu, um es zu Boden zu befördern. Wie ich sehe, bist du mit leeren Händen zurückgekehrt. Wie schade. Was heißt mit leeren Händen? Ich habe tatsächlich was mitgebracht. Ein Leuchtorgan. Da. So. Wie auch immer, du hast Besuch. Und den kennt ihr, den guten Kollegen. Jo. Na, wen haben wir denn da? Meine liebsten beiden Schwerstarbeiter. Die Meisterin der dritten Flotte hat mir gesagt, dass du viel Zeit damit verbracht hast, im Korallenhochland den Sura Magdaros zu suchen. Ja, ein bisschen haben wir dafür gebraucht. Sie meint auch, dass weit unter uns dieses Tal. Warte, was? Sie meint auch, dass weit unter uns dieses Tal der Verwesung. Dieser Satz macht mich fertig. Okay, weit unter uns ist das Tal der Verwesung. So, irgendwie macht mich der Satz fertig. Was mich auf eine Idee gebracht hat. Wenn wir zum Tal wollen, brauchen wir einen Weg, dorthin zu gelangen. Und da habe ich den Wiederaufbau der zerstörten Basis vorgeschlagen. Indem wir sie mit Ballons ausstatten und wieder in ein Luftschiff verwandeln. Wie du siehst, ist die Anführerin auch begeistert. Oh ja, Ballons, so viele du willst. Aus der Luft können wir das Tal der Verwesung ungehindert begutachten. Hoffentlich können wir dort auch die Spur des Sora aufnehmen. Der Luftschiff-Ingenieur, den habe ich kennengelernt, übernimmt den Bau des Luftschiffs. Wir müssen nur die Materialien liefern. Nach Aussagen der Gelehrten sind Materialien von einem Monster namens Paolumo genau das Richtige. Wenn du dich um die Paolumo-Jagd kümmerst, kann ich mich auf die Suche nach anderen Materialien machen. In Ordnung? Oh, und der alte Mann hat mich gebeten, dir das hier zu geben. Das ist ein aus Materialien hiesiger Monster hergestelltes Spezialwerkzeug. In Astera hatten sie eine Handvoll biologischer Proben auf Lager, also beschlossen sie, sie zu nutzen. Der alte Mann hofft, dass dir die neue Ausrüstung im Einsatz hilft. Du wirst sie bestimmt gut nutzen, da bin ich mir sicher. Genau. Also dann mal los. Viel Glück. Ein Gleitermantel. Der Himmel, das ist alles fantastisch. Kann ich gleiten? Du kannst zur Schmiede gehen, das konnte ich immer. Du kannst zu der Ressourcenzentrale gehen, das konnte ich auch immer. Du kannst eine Ernte einholen, ich kann alles machen. Wie irritierend. Ich würde am liebsten sofort zum Tal der Verwesung gehen, um die Wahrheit zu erfahren. Behalte euch mit der Reparatur des Luftschiffs. Diese Aufregung ist schon fast so anregend. Okay, wir halten Abstand. Okay, verwandeln wir diese Basis in ein Luftschiff. Dort können wir das Tal vom Himmel aus erreichen.
Dort müssten wir doch die Fährte vom Zurermarkt daraus aufnehmen können, oder? Oder? Das weiß ich nicht. Wer ist denn das? Nee, wer bist du? Der Luftschiffingenieur. Yo. Yo. Ich wusste, dass wir uns früher oder später mal begegnen würden. Der Enkel des Kommandanten und ich sind gerade angekommen. Lass uns diese Station jetzt in eine fliegende Forschungsbasis verwandeln, aber erst musst du den Paolumo jagen. Ja. Dieses Mal werde ich dafür sorgen, dass nichts und rein gar nichts diesen Ballon runterholen wird. Das sind große Worte. Wie sich alle freuen. Vor allem dieser freudvolle Gelehrte mit seinem Hui. Okay, wen haben wir denn hier? Dritte Flotte Ressourcen. Hey, was willst du? Hey, was willst du? Ah, tut mir schrecklich leid. Ich dachte, du wärst dieser großmäulige Schmiedeverkäuferjunge, oder? Und du willst wieder nerven. Wie auch immer, willkommen in der feinsten Ressourcenzentrale weit und breit. Nun, es ist tatsächlich wohl die einzige Ressourcenzentrale in der Gegend. Aber das ist ja auch egal. Kommen wir zum Geschäft, okay? Willst du mal schauen? Ja, wir haben große Monster gejagt, das ist toll. Oh, kleine Monster, das ganze Zeug einfach mal mitnehmen, da. So, was haben wir neue? Kritische Sachen, befristete Sachen zum Beispiel. Ach, schließt ihr alle Befristeten ab und das wissen wir nicht mal. Egal, wir nehmen hier rein, große Monster fangen. Untersuchung, schließt sie zwei Untersuchungen ab. Ist gerade nicht da. Wir nehmen den Knochenhaufen mit, wir nehmen Flora mit und wir nehmen Flugwürfern erledigen. Sehr gut. Ah ja, und die Lieferung. Die Jagden gehen gut? Willkommen in der dienstältesten Ressourcenzentrale der Forschungsbasisgeschichte. Den Rekord habe ich schon am ersten Tag gebrochen. Willst du mal schauen? Hier, da steht es. Lager aufbauen, Korallenhochland. Was für ein interessanter Ort. Perfekt für ein Geheimversteck. Wir brauchen nur das Material auf dieser Liste, um es zu bauen. Und das haben wir schon. Nordöstliches Lager. Und da fehlt uns Mossbeinhaut. Okay. Okay, dann können wir schon mal die Quest hier annehmen. Das ist spitze. Hast du das gehört, Partner? Wir bauen ein Luftschiff, eine fliegende Forschungsbasis. Ist das nicht verrückt? Ich wünschte, wir könnten sofort abheben, aber erst müssen wir diese Materialien sammeln. Schauen wir mal. Anscheinend jagen wir ein Paolumo, richtig? Absolut. Auf geblasene Probleme. Mir wird schon schlecht, wenn ich nur an diese Monsterfratze denke. Ehrlich, du würdest ihm einen Gefallen tun, uns auch. Ja, er jage es und der Ingenieur bekommt, was er braucht. Machen wir doch. Oh, starten wir wieder im Süden. Obwohl, der war, glaube ich, weiter im Norden. Schmiedeverkäufer? Was geht? Ja, was geht? Eigentlich wurde ich angeheuert, um auf den Anführer des Feldteams aufzupassen. Aber jetzt bin ich so eine Art Läufer für die Schmiede. Wie ich hörte, gibt es hier nur Intelligenzbestien. Für die Herstellung ist man nicht ganz so ausgerüstet. Ich sag nur, Feuer. Also, lassen Sie mich Bestellungen zur Schmiede in Astera übermitteln. Wenn du was brauchst, hole ich es für dich. Ernsthaft, was auch immer du willst, sprich mich an. Nun, brauchst du was? Könnte ich mein Schwert verbessern? Radianstachel. In der Quest, glaube ich, mit der Radian. Ich würde wieder die Waffe wechseln. Und zwar... Ausrüstung ändern. Warte, wir können ja eine schmieden. Und zwar, wir haben die Morph-Axt versucht. Jetzt machen wir mal die Energieklinge. Baum. Noch ein Baum. Eine grobe Energieklinge aus leichtheitlichen Knochen. Kein Problem. So, das verbessern wir mal. Knochen haben wir sowieso in Übermaß. Die nicht. Deswegen sparen wir das. Obwohl Großjagers und scharfe Klaue, das wird easy. Aber ich weiß ja noch nicht, ob die Waffe gut genug ist für meine Ansprüche. Okay, da brauchen wir Sachen, die wir noch gar nicht haben. Gut.
Perfekt. Sehr gut. Oh, stimmt, wir können dir die Rüstung anschauen. Hey, was geht? Hast du eine Schmiedebestellung, die nach Estera gehen soll? Nun, brauchst du was? Ja, die Rüstung. Und zwar... Hier, Shamas Chat. Z. Achso, das ist nur eine Brille. Bringt mir die was oder was? Detektor. Markiert seltenen Ort auf der Quietzkarte. Ja, ich bin fast versucht, das mitzunehmen. Wir brauchen aber Korallenknochen und Kristalle. Und ein Tizi-Set? Nee, Tizi-Set. Das war's. Schlafwiderstand, Betäubungswiderstand, Verteidigungsbus, Konstitution, Wirkbereich. Überraschungsangriff. Objekte beeinflussen Verbündete in der Nähe mit einem Drittel ihrer Stärke. Ha. Erhöht die Effektivität von Blitzangriffen und Objekten. Erhöht die Reichweite von Blitzkapseln. Ach so. Ach schade, er hat keine neue Ausrüstung. Das Kadachi-Set sieht toll aus. Aber wir haben gerade die Schachrüstung für ihn gebaut. Die muss er erstmal ein bisschen tragen. Zur Versorgungslager brauchen wir gerade nicht. Dann würde ich mal sagen, wir gehen weiter. Jagen mit diesem Paolumo.